Hi, mein Name ist Katrin und du bist hier auf meinem Kanal Kraus und Tour gelandet. Heute zu einem Unboxing einer Sneak von Karat.art. Da kommen morgen wieder neue Bilder raus, nämlich die Animal Friends Kollektion am 24.11. Und wir dürfen heute hier schon reingucken. Danke Karat.art dafür, dass ich dieses Bild vorab zeigen darf. Das wurde mir zur Verfügung gestellt für euch. Und ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass wir da reingucken können. Karat.art ist ein deutscher Shop. Das heißt, ihr kriegt die Sachen auch ziemlich fix. Und auch Karat.art hat, wie alle anderen gerade, Black Friday Angebote. Guckt da mal rein. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Let the pleasure begin. Ich finde die Boxen super. Kurz angemerkt, das ist eins aus den neuen Kollektionen. Und in den neuen Kollektionen ist dieses Toolkit, was hier noch mit aufgeführt wird, nicht mit drin. Wenn ihr eins braucht, bestellt euch das mit. Ich glaube, für 2 Euro Apps könnt ihr eins mitbestellen. Finde ich nachhaltig, weil viele von uns schon genug Toolkits zu Hause haben. Ihr müsst es nur wissen, dass wenn ihr euch eins bestellt oder eins verschenken möchtet an jemand, der noch kein Toolkit hat, dass ihr euch einfach eins mitbestellen könnt. Genau. Und hier eben dieses Bild habe ich. Dieses Bild habe ich. Ja, es ist diesmal in Square, das sehen wir an dem S hier. Das Bild heißt In the Trees und ist von Ophelie Honey. Es gibt einige von der Künstlerin, einige Bilder bei Karat.art. Das ist sehr niedliche Kunst. Die Bilder sind wirklich super süß. Und ja, hier haben wir eben dieses. Wow. So kommt's, eingepackt. Und die Blautöne gefallen mir jetzt schon richtig gut. Leute, ich sag's euch. Schauen wir mal rein. Ich mag auch die Leinwand sehr, sehr gerne von... Jetzt haben wir die Plastik auch weg und jetzt aber. Ich mag die Leinwand sehr, sehr gerne von Karat.art. Diese Dinge bekommen wir. Die Leinwand, Steinchen, die ihr zum Penden braucht. Und wir kriegen als Goodie noch Washi-Tape. Ja, Karat.art, Washi-Tape. Und Wachs, blauen Wachs, sind sogar 3 Stück drin in diesem Döschen. Die Döschen sind sau praktisch. Hier haben wir die Steine, die sind in Zipbeuteln abgepackt und wir sehen hier tatsächlich blau. Ne? Das ist ein sehr blaues Color Theme. Die Steine sehen gut aus, sehen sehr gut aus. Meines Wissens nach Harzsteine. Da lege ich bei eckigen auch wirklich Wert drauf. Da haben wir ein Näschen. Die muss man aussortieren. Aber das ist nicht schlimm. Die glitzern auch schon richtig cool. Und sie sind hier vorab gepackt. Und hier haben wir schon unsere EBs oben aufliegen. Es werden eine Menge Farben sein. Das wird wieder gut. Hier ist die Leinwand. Nach außen gerollt. Es ist flüssiger Kleber. Wir haben hier eine weiche Leinwand, die aber nicht filzig ist. Ich glaube, weiß ich nicht, ein bisschen wie Picassant oder so. Also vorne ist die Leinwand wirklich sehr, sehr schön. Es hat so ein bisschen... Da, die neue Dreamer Designs. Ja, so ein bisschen. Sehr schöne Leinwand. Wir sehen hier auch den Glitzer. Das ist immer ein Qualitätsmerkmal für den Kleber auch. Leinwand und Kleber finde ich am wichtigsten. Und Druck. Und der Kleber ist gegossener Kleber, der hier auch durchgängig ist. Sehr schön. Und wir sehen hier auch, könnt ihr gleich mal gucken, die Symbole sind super klar. Manchmal gab es schon Probleme, aber wir schauen gleich mal drauf. Das passiert bei manchen Symbolen halt. Hier sieht es aber wirklich gut aus. So, dann rollen wir uns das Gutste mal aus. Ich sehe blau. Juhu. So. Sehr schön. Und da liegt sie auch schon flach. Aber bevor wir da mal drüber gehen, hier nochmal kurz. Da ist das Bild In the Trees von Ophelie Honey, ist die Künstlerin, die dieses Bild gemacht hat. Das ist ein schönes Bild, schön verträumt. Eckig, 65x75 und es ist ein Aufkleber, also das können wir uns ausschneiden und ich klebe mir das ins Journal.
Und hier, um so ein bisschen Überblick zu behalten, was ich alles gepaintet habe und wann. Und hier haben wir die Legende und die ist auch zum Ausschneiden. Ist schon ausgeschnitten, ne? Auch Aufkleber könnt ihr direkt auf die Tütchen oder die Behälter packen. 74 Farben. Karat.art Art macht sich gerade einen Namen mit wirklich Farben, Farben, Farben. Vielen Farben. Also all shades of blue sind hier drin, würde ich mal behaupten. Also da ist so einiges an Blau drin oder Blautönen. Wir gucken mal hier drüber. Numerisch. Symbole. Das suche ich gleich mal. Da hatte ich letztes Mal Probleme mit. Das gucken wir uns gleich mal auf der Leinwand genauer an. Ja, diese kleinen, dünnen mag ich persönlich nicht. Aber dieses ist jetzt ganz persönlich meins. Ich mag lieber so directly in your face. Schauen wir mal, ob wir zum Beispiel. Schauen wir auf eine andere Ecke vom Bild drauf mit den Symbolen. Da sieht es auch gut aus. Das Und das X. Ja, ein bisschen schwach. Da das Und. Aber das kriegt man hin. Ich versuche euch ja immer meinen ersten Eindruck zu geben. Manchmal merkt man tatsächlich erst beim Painten, womit man Schwierigkeiten hat und womit nicht. Darum guckt auch bitte gerne, wenn ihr euch für Bilder von der Firma interessiert und nicht genau wisst, wie die Produkte sind, in meine Reviews rein. Da und in meine Web-Chats, da seht ihr dann tatsächlich das Endprodukt und ich erzähle euch auch, ob ich Probleme mit irgendwas hatte oder nicht. Das sieht für mich aber hier soweit jetzt auf den ersten Blick gut aus. Ich bin ja ein Fan von Blau, ne? Ich bin ja ein Fan von Blau. Hier haben wir sämtliche Farben. Ich gehe, wir gucken mal, wie weit wir noch rausgehen können hier. Ui, viel mehr kann ich. Hoch. So. Und so. So. Viel mehr kann ich euch leider nicht geben. Also, wir haben die Blätter, wir haben wirklich mit diesen weißen Lichtern, wie so Glühwürmchen, so ein bisschen dieses Zauberhafte. Wir haben das Mädchen hier, aus wie so eine Prinzessin oder so. Schneewittchen, im Modernen. Die mit einer Katze oder ist das ein Waschbär, auf einem Ast sitzt und hier ist ein kleines Vögelchen. Hier haben wir noch mehr. Ein paar Blätter und halt immer diese verträumten Lichtpunkte damit drin. Finde ich total schön. Was ich vergessen habe zu sagen, wir haben links und wir haben rechts eine Legende, die geht hier wieder fast über das ganze Bild. Rechts oben und links unten. Ihr habt also immer eine im Blick. Und hier unten links haben wir das Bild nochmal, als auch die Informationen über das Bild. Und hier sei gesagt, dass die Künstlerin bezahlt wurde. Also Karat.art hat die Lizenz, dieses Bild als Diamond Painting zu produzieren. Und somit können wir ohne schlechtes Gewissen das hier, diese tolle Kunst, mit unserem Hobby machen. Vielen Dank dafür. Das heißt, die Künstlerin bekommt eben entsprechend ihr Geld dafür, dass das Bild genutzt wird und das ist nur fair und recht und sorgt dafür, dass wir weiterhin tolle Kunst haben. Und genau, deshalb unterstütze ich solche Unternehmen sehr, sehr gerne. Hier haben wir 10% auf das nächste Bild. Ihr könnt aber auch meinen Code nehmen und 10% sparen, wie ihr möchtet. Chaos on Tour. Damit könnt ihr bei jedem Einkauf bei Karat.art 10% sparen. Hauptsache, ihr nutzt einen Code, damit ihr ein bisschen Geld spart. Ich bekomme eine kleine Provision übrigens dann, wenn ihr meinen nehmt. Damit helft ihr dem Kanal ein bisschen, aber kein Muss. Ihr könnt auch jeden anderen nehmen oder auch von anderen Creators. Hauptsache, ihr nutzt es. Ne? Und wie gesagt, im Moment sind sogar Bilder tatsächlich richtig runtergesetzt, sodass ihr zusätzlich noch sparen könnt. Also geht diese Woche tatsächlich echt mal in die Shops. Oft könnt ihr nämlich die Affiliate-Codes, die wir hier in den Videos haben, die ich jetzt unter meinen Videos auch immer habe, von den Bildern, von Dreamer Designs, von Karat.art, von Diamond Art Club, von wem auch immer. Die Rabattcodes könnt ihr nämlich meistens noch zusätzlich zu den runtergesetzten nutzen. Guckt mal, probiert das auf jeden Fall. Ne? Kann nie genug sparen in der heutigen Zeit. Ich finde dieses Bild wahnsinnig schön. Und das ist echt, das ist. Wir haben hier Color Blocking, also viel von einer Farbe. Hier zum Beispiel in der Katze. Da in der Katze. Oder Waschbär, was es ist. Aber wir haben halt hier auch Konfetti. Und das ist dann tatsächlich ein bisschen Aufpasskonfetti hier. Ne, die 4 und das Fragezeichen und das H, das
Da muss man sich schon etwas konzentrieren, weil das alles im gleichen Farbspektrum ist. Aber dann haben wir hier wieder Color Blocking, das ist alles weiß, hier das T-Shirt oder hier die Füße. Und dann wieder Konfetti hier. Ah, schön. Man muss blau mögen und ich mag blau. Ich gehe jetzt mit euch einmal übers Bild drüber und dann hole ich mal hier die. Dann hole ich hier mal die Sternchen raus und dann gucken wir uns die Farben nochmal an und dann schauen wir uns die EBs an und wo die hier auf dem Bild hinkommen. Ich bin gespannt. Merkt euch beim drüber gucken mal, wo die EBs waren. Ne? Dann könnt ihr mir helfen. So schnell geht's. So, hier haben wir die ABs. Und da gucken wir uns jetzt auch noch mal an, wo die so hinkommen. Bei Karat.art arbeite ich gerne in Farbfamilien so ein bisschen, weil hier die ABs ein bisschen mehr aufs Bild verteilt sind im Normalfall. Und wir gucken uns jetzt mal die drei Grünen an. Und diese Grünen, das ist einmal dieses Zeichen, dieses und dieses. Also Y, dann haben wir ist er hier, dieses Zeichen hier ist er und das Alpha Omega, nee, was ist er? Irgendein griechisches Zeichen, ne? Das haben wir hier. Die drei suchen wir. Und ich gehe recht in der Annahme, jawohl. Also überall, wo wir so ein bisschen grüne Blätter haben, die hier so runterfallen. Ein bisschen höher mit euch. So. Schwupp. Überall, wo wir diese grünen Blätter haben, die hier so runterfallen, da haben wir auf jeden Fall das Y, sprich dieses Grün mit drin. Und dieses Grün ist auch in den Blättern. Da können wir mal gucken, ne? Hier an den Rändern, als auch hier so ein bisschen zwischendrin und hier oben auch. Also in den Blättern ist es natürlich drin und vor allen Dingen aber in denen, die fallen, natürlich auch hier unten in den Blättern drin. Auf dem Blatt, auf dem der Vogel steht, hier unten haben wir keins. Dann haben wir die zwei und die sind auch hier drin. Also dieser dunkle, der ist hier in den im Skelett des Blattes. Das nennt man Skelett, oder? Hier die sind typischen Adern hier. Da ist, das ist alles der hier immer. So hier zumindest bis da. Da haben wir ihn. Unten auch bei den Blättern. Und ihn hier. Ihn haben wir zwischendrin.
beispielhaft zeige ich euch das hier mal bei den großen Blättern hier vorne in der Spitze so ein bisschen. Hier, da, hier ein bisschen, hier oben ein bisschen dazwischen. Das ist eher dazwischen. Das sind die drei grünen. War irgendwie klar, dass sie in den Blättern sind. Das wird gut. Vor allen Dingen finde ich gut, dass der hier für das Skelett von den Blättern genommen wurde. Das wird super. Das gefällt mir. Dann geht es weiter. Wir gucken uns mal die blauen an. Und die blauen sind folgende. Das ist das hier. Das Zelt nenne ich das. Und hier den Bacon. Für mich ist das Bacon in der Pfanne. Die beiden sind es. Und die werden schwerer zu finden sein. Helft mir! Das Bild ist echt groß. Das Bild ist groß. Ich meine, 65 mal 75 ist nicht klein. Und wir suchen darauf Bacon in der Pfanne und Zeltplane. Oder Zelt. Also, ich finde ein paar hiervon. Hier am Rand, hier reingesprenkelt, genauso hier oben in ihren Haarknötchen. Da finde ich ein bisschen davon, als auch hier am Rand von ihren Haaren. Da ist das. Und hier sind zwei, drei außen im Blau. Genauso hier an ihrer Jeans. Da sind nochmal zwei, drei. Also ganz wenige. Ihr seht, das sind auch nicht so viele, ne? Und die sind aber verteilt. Also hier noch ein ganz klein bisschen hier in der Jeans. Ich glaube, das war es auch schon. Viel mehr haben wir hier auch gar nicht drin. Und da gibt es ein bisschen mehr. Das ist der Bacon in der Pfanne. Und den haben wir. Ich habe noch Zelte gefunden. Da und da gibt es noch von dem anderen, also von dem Zelt AB. Aber jetzt suche ich das hier. Habt ihr es gesehen? Also, gefunden! Hier, da ist ein bisschen was zwischendrin und auch hier. Und hier, ne? Also hier zwischendrin. Da ist ein bisschen davon, hier auch, hier auch. Hier, wo wir die Übergänge haben, da ist ein bisschen immer von diesem Abby mit drin. Hier und hier. Und hier. Da. Also da, wo diese hellen Übergänge sind. Hier auch. Es ist ein bisschen verteilter als der andere. Dann die weißen. Wir nehmen jetzt erstmal die weißen. Das ist das hier. Das da. Und das ist hier in diesen. Das ist einfach. In diesen Lichtpunkten hier und hier. Aber auch in ihren Haaren hier oben das Weiße, als auch hier. Das hier, dieser weiße Abgrenzung vom Licht, hier haben wir welche drin, da in den hellen Punkten. Die Schnurhaare der Katze sind in dieser Abby. Hier in den, ne, da ist auch nochmal so ein Lichtpunkt. Also in diesen Lichtpunkten ist da immer was von drin, da und hier. Hier ein bisschen, da und da. Hier unten auf ihren Schuhen der weiße Punkt, der da so leuchtet. Dann hier auf den Blättern, hier und hier oben, da ist auch nochmal was. Schön! Auch, oh, und das Hals, die Halskette, die sie hier anhat, das Halsband. Das ist auch der Ebi, das T-Shirt nicht, ne? Das ist normalerweise, aber hier ist auch der. Schön! Ja, I like, gefällt mir gut. Dann gucken wir mal, wo der hier hinkommt. Das ist dieser hellrosane, das ist dieses Zeichen. Und das ist hier in diesen hellrosa Früchten, die da so am Baum sind. Hier, diesen Beeren. Da, 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 da. da haben wir den hier. Ja, schön. Hier in den Blümchen, in den Haaren ist der auch drin. Sehr schön. Dann gucken wir mal die anderen beiden. Die werden sich wahrscheinlich dazu gesellen. Und zwar das hier sind diese Hanteln hier. Und diese Hanteln sind die Mitte dieser Blumen. Hier, die Mitte der Blumen, das Dunkle, das ist dieser Ebi hier. Und außerdem hier in den Beeren ist auch immer ein bisschen was, auch immer ein, zwei Punkte von dem hier drin. Und dann haben wir noch den hier, ups, den hier. Und das ist das E.
Und das E ist auch an den Beeren. Ich sehe hier an den Beeren von diesem E einige. Hier ein bisschen an den Blumen, nicht viel, so ein bisschen. Hier ein bisschen am Rand von der Bluse, aber auch nur ein, zwei. Okay, das E ist wieder mehr verteilt. Hier ein bisschen. Viel mehr sehe ich jetzt gerade nicht. Aber dieses E ist halt wirklich mehr verteilt. Auch da oben. Da oben ist noch ein bisschen drin. Was wir jetzt sagen können, ist, die Blätter sind sehr epilastisch. Das heißt, die Blätter werden rauspoppen oder Teile der Blätter eben auch. Dann die weißen Lichtpunkte, die zumindest diese hellen, auch hier, wo das Mondlicht oder was auch immer drauf fällt, das wird rauspoppen. Die Schnurrhaare der Katze, dieses Halsband hier. Dann haben wir übrigens auch noch weiße Ebis hier in den Blumen. Ne? Also die Blumen in ihrem Haar werden rauspoppen, vor allen Dingen hier in der Mitte des. Und diese Beeren hier. Die werden auch noch mal hervorgehoben mit den LBs. Das ist ein super Einsatz von diesen wirklich tollen LBs. 9 Stück. Wow. finde ich großartig. Finde ich wirklich gut. Das Wendeln gefällt mir auch ausgesprochen gut. Tolle Blautöne. Das ist ein großes Bild. Schön. Schön. Wirklich, wirklich schön. Es erscheint morgen, ne? Donnerstag. 18 Uhr normalerweise. Ich verlinke euch den Shop unten in der Videobeschreibung. Schaut da mal vorbei. Im Moment haben sie wirklich auch viele Rabatte. Sie haben Pink Friday seit letzter Woche Freitag und es gibt Mystery-Pakete und so weiter und so fort. Schaut da mal rein. Benutzt gerne meinen Rabattcode, wenn ihr möchtet. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Macht mal einen Daumen nach oben. Wenn ja, diese Woche ist auf diesem Kanal echt viel los. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, es brennt echt diese Woche. Das wird auch bis Ende des Jahres leider so, nein, leider, so weitergehen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Dann hier abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und Glöckchen aktivieren, damit ihr da auch nichts verpasst. Und ja, ich bedanke mich fürs Einschalten, Anschauen und fürs Abonnieren. Und freue mich auf eure Kommentare zu diesem Bild, zu den Blautönen. Karat.art, habt ihr da schon mal was probiert? Ja, wie gefällt es euch? Wie geht's euch? Könnt ihr mal ein blaues Herz posten? Das ist alles so schön blau hier. Ich liebe diese Farbe. Was ist eure Lieblingsfarbe? Genau, das ist so ein Bild in Blautönen und ich bin ja ein absoluter Fan von Blau und Tieltönen. Was ist eure Lieblingsfarbe? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Stopp! Jetzt hat es schon wieder vergessen, gell? Es kommen doch noch zwei andere Bilder raus. Ist ja eine Kollektion. Animal Friends. Ja, es kommen drei Bilder raus morgen. Und hier zeige ich euch jetzt mal alle drei. Die anderen zwei sind auch wahnsinnig schön. Das Mädchen mit dem Papagei finde ich ganz süß. Ist vielleicht eher was für ein Kinderzimmer, finde ich. Das hier finde ich wieder zauberhaft. Das ist echt schön. Mit dem Blautönen von Blau beruhigt, ja. Aber auch das andere. Davon hatten wir schon eins. Da hatte ich das Herbstbild. Verlinke ich euch gerne mal. Mit dem Wolf. Ja, zwischen Wolf und Hund hieß es auf Deutsch, wenn man das in Französisch übersetzt. Und hier ist ein neues. Mit einem Rehkitz. Ich finde das super schön. Es ist auch richtig zauberhaft. Also, wow. Echt, echt schön. Und ich glaube, wenn ihr das Herbstbild euch geholt habt, dann solltet ihr das vielleicht auch noch dazu. Ich mag es, wenn Bilder so in Kollektionen kommen. Also wenn es mehrere zu einem Ding gibt, die schön nebeneinander an der Wand aussehen. Das finde ich immer super. Das weckt immer meine Sammelleidenschaft. Oh Gott, ey, ich brauche mehr Wände. Ja, welches von denen gefällt euch am besten? Alles, was ihr möchtet, in die Kommentare. Ja, also, und alles, was ihr vorhattet, ne, Daumen hoch, nicht vergessen beim Rausgehen. Und wir sehen uns hier hoffentlich in meinem nächsten Video dann alsbald wieder. Und bis dahin, passt du bitte gut auf dich auf, bleibst immer schön kreativ und vor allen Dingen immer super entspannt. Bis dann, see ya!